Seid gegrüßt, liebe Streaming-Junkies. Seit dem 1. Juni gibt es auf Netflix den neuen rumänischen Originalfilm O Ramona. Ob diese neue Teenie-Liebeskomödie was taugt oder wir euch doch eher eindringlich vor ihr warnen müssen, das lösen wir gleich auf. Doch zuvor gönnt euch jetzt erst einmal den offiziellen deutschen Trailer. Kennst du diesen Moment? Du bist in der Highschool und das Mädchen, in das du verknallt bist, mag dich. Also ich nicht. Ihr Name ist Ramona. Oder wie ich sie gern nenne, die Tochter vom Teufel. Wenn eine Frau sich dir hingibt und will mit dir vögeln. Ich weiß, was du willst. Und du sie nicht vögelst. Ich möchte eine Beziehung. Wird sie dich leiden lassen? Yo, Blondie! Dieser Typ hier will dich! Klar, ich hab mich auch in sie verknallt, weil... Ich hab einen Freund. Lass uns einfach den Abend genießen, wenn ich... Ich hab jetzt eine Freundin. Ist sie deine linke Hand? Wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Nachtisch ich für den Rest meines Lebens will. Du bist so süß, André. Ich glaube, ich hab den größten Fehler meines Lebens gemacht. Du weißt schon, was Sex ist, oder? Die schnellste Möglichkeit, ein Mädchen zu schwängern. Also eigentlich geht's in diesem Film darum, wie ich... Ich kapier die Frauen einfach nicht. ...von jedem gef***t wurde, von dem ich niemals gef***t werden wollte. Scheiß auf dich, Ramona. Die f***ing falsche Antwort. Alter! Du kannst mich auch mal am Sack lecken. Okay, bam! Ja, also bevor wir in die kritische Analyse einsteigen, müssen wir gestehen, dass wir in diesem Genre schon weitaus schlechtere Trailer ertragen mussten. Dieser hat uns nämlich tatsächlich im Vorfeld eher neugierig gemacht auf diesen neuen Netflix-Film. Ob dieser erste Eindruck sich dann schlussendlich bestätigt hat, das verraten wir euch gleich. Zuerst aber nun ein kurzer Abriss über die Rahmenhandlung. In der geht es nämlich um den nerdigen Teenager Andrei, der frauentechnisch bisher noch so gar keine Erfahrung gesammelt hat. Allerdings schwärmt er auch immer nur für Mädchen, die zumindest objektiv betrachtet mindestens eine Nummer zu groß für ihn sind. So schwärmt er beispielsweise gerade für die Schulschönheit Ramona, die von der halben Schule angehimmelt wird und mit ihren Reizen die Jungs aus der Schule reihenweise um den Verstand bringt. Zu seiner großen Überraschung allerdings erwidert Ramona auf einer Party plötzlich seine Avancen und bietet ihm sogar Sex an. Das geht dem schüchternen André dann doch etwas zu fix und so flüchtet er sich erst einmal in den Familienurlaub mit seiner Mutter. Doch hier wird sein Gefühlschaos dann vollends komplettiert, denn er lernt dort die hübsche Rezeptionistin in Anemona kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Wie das Ganze schlussendlich ausgeht, das schaut ihr euch am besten selbst an. Oder halt besser nicht. Denn auch wenn die Komödie durchaus gute Ansätze zeigt, wollte der Funke bei uns zumindest absolut nicht überspringen. Schlimmer noch, man hat sich wohl gedacht, man castet einfach einen attraktiven Jugendlichen, setzt ihm eine Brille auf und et voilà, fertig ist der perfekte Nerd. Mit anderen Worten, man kauft dem Hauptdarsteller in keiner Sekunde den schüchternen Einzelgänger ab. Zumal letzten Endes scheinbar alle attraktiven Frauen in dem Film mit ihm ins Bett möchten. Und niemand, wirklich niemand in diesem Film will aufgrund seines angeblich nerdigen Charakters eher auf den Sex mit ihm verzichten. Zudem dreht sich die Geschichte immer mal wieder im Kreis, und zwar ganz besonders dann, wenn André sich den Schönen annähert und sich dann wiederum von ihnen distanziert. Wo es bei Jugendfilmen oftmals um die Entwicklung geht, wenn die Protagonisten über sich hinauswachsen oder ihren Platz in der Gesellschaft finden, da gibt es hier einfach nur lebende Stagnation. Oft genug hat man den Eindruck, dass das hier eigentlich eher eine Sitcom ist, so oft wie hier der Reset-Knopf gedrückt wird. Ihr hört es also sicherlich schon raus, wir waren letzten Endes mehr als enttäuscht. Für einen seichten Abend mit viel Alkohol und wenig logischem Anspruch kann O Ramona eventuell noch gut zu gebrauchen sein, für mehr allerdings nicht. Aber vielleicht seht ihr das ja auch komplett anders, wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. In diesem Sinne, euer entspanntes Wochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.